Ah, pronto, amore. Sì, mi dispiace, però devo finire questa chiamata, anche se ti voglio tanto bene, perché devo fare un video per il mio Tagesblog per italiano principianti. Ti parlo, ci parliamo dopo, ti chiamo dopo. Ciao. Scusate, ma l'amore è molto più importante. Die Liebe ist viel, viel wichtiger. Auch, anche se vi voglio tanto bene, auch wenn ich euch so gern hab und ich mich immer wieder freue, ein neues Video drehen zu können, però prima bisogna sempre badare all'amore. Aber zuerst muss man immer auf die Liebe achten. D'accordo? Sì? Ja. Was mache ich heute? Eigentlich kommt es zu dem Motto, perché vi voglio bene. Die habe ich so gern und dieser Tagesblock, habe ich ja auch gesagt, soll ja auch dafür dienen, dass ich mal so auf spontane Anfragen reagieren kann. Und das mache ich jetzt gleich hier als guten Vorsatz im neuen Jahr und gedacht, mache ich das sofort, weil dann kann mir das niemand nachsagen, wenn ich das dann vergesse in Zukunft. No, cerco sempre di fare il mio meglio e ci provo und ich versuche es natürlich. Das Thema ist Sätze bilden. Haha, da fallen jetzt ein paar vom Stuhl und ein paar freuen sich und die eine oder andere freut sich jetzt, weil die mich doch das letztens erst gefragt hat. Oder der ein oder andere, ja. Allora, Sätze bilden. Das ist jetzt ein kurzes Video aus meinem Tagesblog, das heißt, ich werde jetzt da nicht so tief reingehen. Ich habe auch das Thema jetzt schon in meiner Playlist für Italienisch Anfängerkurs und in meinem Tagesblog unter Italienisch sprechen lernen, erste Sätze und so weiter und so fort, habe ich ja eigentlich dieses Thema schon angefangen. Ich möchte es jetzt mal von einer, da un altro punto di vista, von einem anderen Blickwinkel betrachten. Es gibt wirklich viele Methoden, Sätze zu bilden, dieses zu lernen, diese Fähigkeit zu bekommen, einen Satz frei zu bilden. Denn eins ist wichtig, es ist ein Unterschied. Ob du einen Satz vorgegeben bekommst, und das sind eigentlich meine bisherigen Videos, und du dann diesen Satz lernst, ja. Und die andere Geschichte ist natürlich die interessantere, und dort, wo dann einfach das Hindernis komplett klar wird, ja, eigene Sätze bilden. Und das sage ich euch aber jetzt. Also jetzt solltet ihr schon Vorkenntnisse haben, ja. Eigene Sätze bilden, das werde ich. Also wenn du keine Vorkenntnisse hast, wenig Vokabeln kannst, dann vergiss es. Scordatelo, sage ich jetzt mal wirklich ganz offen, weil du frustrierst dich nur. Ja? Also eigene Sätze bilden, muss man sich bewusst schon, muss man sich bewusst sein, wann ist es möglich? Ja? Und zwar jetzt. Nein, also eigene Sätze bilden ist zum Beispiel möglich, wenn du jetzt schon viele Standardsätze, come ti chiami, mi chiamo, abito a Monaco, questo mi piace, ja, so viele Standardsätze, il tempo, fa bel tempo, c'è il sole, non c'è problema, kannst und kennst, wenn du auch schon Vokabeln einigermaßen ein bisschen parat hast, vor allen Dingen Verben sind dir ganz wichtig, Tunwörter, ja? Tunwörter auf gut Italienisch, na, dann kann ich kein Ö machen, dann muss ich Tunwörter, ja, okay. Wenn du die konjugieren kannst, ein bisschen Vokabular weißt, ja, dann sagst du, jetzt bin ich bereit, eigene Sätze zu bilden und dann funktioniert es trotzdem nicht. Deswegen schaltest du hier auf meinen Kanal. Aber natürlich, wenn du eigene Sätze, deine eigenen Gedanken abbilden willst in der Fremdsprache, in diesem Fall im Italienischen, und das ist das, was ich auch immer sage, da lernst du am meisten, am besten. Wenn du deine eigenen Gedanken mal ausdrückst, wenn du das nicht immer vorgekaut bekommst, ja, und vorgegeben, wenn du wirklich, ich meine, ich weiß, jetzt sagst du ja sofort, ah, das genau das ist ja das Problem, das Schwierige, aber es ist ja genau das, was du haben willst, ja? Ja, so ein bisschen masochistisch sind wir dann schon veranlagt. No, sto scherzando, aber das ist eine Hürde, das ist eigentlich im Fremdsprachenlernen die wichtigste Hürde. Weil sobald du in der Lage bist, so kurze, kleine, einfache Sätze, Gedanken selber zu bilden, ja, also sprich deine deutsche Realität in die italienische zu transferieren,
dann hat's Klick gemacht. Ja? Dann wirklich funktioniert's und dann bist du auch du stracontento, stracontenta, super zufrieden. Okay, und jetzt gehen wir mal darauf ein, wie du das machen kannst. Du kannst es natürlich ganz klassisch machen. Du kannst ganz wörtlich und analytisch Satz für Satz übersetzen. Also, wenn du jetzt schon meine Videos kennst und falls es du mich noch nicht kennen kannst, te lo dico subito, dann sage ich dir das jetzt sofort. Den Zahn ziehe ich dir sofort. Davon halte ich nichts. Denn, warum halte ich nichts davon? Dieses Satz Wort für Wort übersetzen, da wirst du spätestens, wenn dann so Füllwörter wie jetzt schon von durch kommt, wirst du dann halten und dann fallen dir die wichtigsten Wörter nicht mehr ein. Ne? Also zum Beispiel einen Satz, das ist ein Geschenk von meinem Papa für deine Schwester. Ja? Ich meine, was ist denn die Botschaft? Regalo, Geschenk, Papa, Sorella. Ja? Das ist die Botschaft in dieser, ja, und wenn du aber wirklich Wort für Wort, also wenn du noch nicht die Sicherheit hast, wir sprechen nur darüber, wenn du noch nicht die Sicherheit hast, ja, wenn du eben noch nicht so weit bist, so einen einfachen Satz selber zu bilden, dann sage ich, scheiß auf diese Füllwörter erstmal, das ist echt wichtig, du musst wissen, was ist denn das Wichtigste, ja, und dann sagst du, Regalo, Papa, Sorella, und dann wird das Gehirn schon das ein oder andere Füllwort auch selber einbauen, aber wenn du dich darauf zu sehr konzentrierst, dann frustrierst du dich nur. Dann sind wir wieder in der Maso-Ecke, ja? Beziehungsweise die Masochisten mögen das dann. Das ist dann in der depressiven, in der Frust-Ecke, ja? Das heißt also, mach dein Leben nicht so schwer, ja? Ist ja eh schon schwer mit der deutschen Grammatik. Ist das Kerzando. Also, dieses Wort für wörtlich übersetzen empfehle ich dir nur, wenn du schon einigermaßen sicher bist. Ja, aber was kann ich dann machen, Michele? Naja, okay, dann komme ich jetzt zum Punkt. Wie war das nochmal? Vengo al dunque. Du hast also einen Satz und dann denkst du erstmal in Bildern. Ja, jetzt machen wir mal so eine Übung. Was für ein Bild kannst du dir denn vorstellen, wenn du so einen Satz übersetzen willst, wie muss ich vorher bezahlen? So, und das möchte ich jetzt in diesem Übung mit euch üben, ein bisschen dieses in Bildern denken können. Ja, das ist immer, ich sage das immer, die nonverbalen Fähigkeiten. Hey, Mamma mia, Michele, oggi sei in gamba. Vabbè, sì, mia moglie mi ha dato un bacione grande così stamattina e io sono al settimo cielo und ich bin im siebten Himmel. Diese nonverbalen Fähigkeiten, die sind sehr wichtig, denn das machen die Leute, die eigentlich ein Sprachtalent hat, ja, und haben. Und das ist auch, Mama, das ist so gemein, der kann das so gut, der ist so talentiert im Sprechen. Ich höre das so oft, aber ich kann euch nur eins sagen. Diese Tricks, die ich euch gebe mit Eselsbrücke oder jetzt in Bildern denken und so weiter und so fort, das machen die talentierten Leute aus dem Bauch heraus, ohne zu überlegen. Ne? Deswegen, so entsteht Talent. Also alles keine Zauberei. Also muss ich vorher bezahlen? Was für ein Bild? Also einmal denkst du natürlich an Bezahlen. Ja? An Bezahlen und dann vielleicht vorher, dass du sagst, ah ja, vorher, vor dem irgendwas. Ja? Oder können Sie mir den Weg zeigen? Dieses können Sie mir den Weg zeigen? Was ist denn das Bild? Ah, da ist diese eine Person und mir und den Weg zeigen. Oder noch einen? Akzeptieren Sie Kreditkarten oder muss ich bar bezahlen? Ja, das ist, siehst du? Du sagst, ja, genau so ein Satz, sowas ist einfach total doof zu übersetzen. Ja, dann schau halt mal das Video zu Ende. Übrigens, ich werde jetzt da, glaube ich, wirklich eine neue Reihe eröffnen, Sätze bilden. Das wird dann das erste Video sein. Also es werden dann noch welche kommen. Also, akzeptieren Sie Kreditkarten oder muss ich bar bezahlen? Was ist denn das Bild? Einmal Kreditkarte und Cash, ja? Und da ist ja auch wieder eine Person da, ja? Und ich bin da, ah. Diese Person akzeptiert diese Kreditkarten und ich bar bezahlen. So ist es. Oder noch ein. Können wir das Zimmer tauschen
oder müssen wir dann mehr bezahlen? Ja, was ist denn das Bild? Da, Zimmer tauschen. Ja, und dann mehr bezahlen. Also das ist mal der erste Schritt, dass ich dir empfehle, dass du wirklich sagst, okay, ich habe diesen Satz zu übersetzen. Ja, ich möchte gerne ein Zimmer mit Balkon und denk in Bildern. Ja, da geht es um ein Zimmer und Balkon. Questo importante. A proposito, così fanno i bambini. Das machen die kleinen Kinder auch. Ja? So, jetzt ist der zweite Schritt. Jetzt hast du irgendwie mit dir dieses Bild geholt. Und, übrigens, einen Tipp kann ich euch gleich geben. Okay, aber jetzt gehen wir zurück. Der zweite Schritt ist, nachdem du in diesen Bildern gedacht hast, und das kannst du dir jetzt ruhig auch mal hier aufschreiben auf einen Zettel, die Wörter ich, auf Deutsch, ja, auf Deutsch. Also auch hier nonverbale Fähigkeiten. Und um nochmal Schiller zu zitieren, du musst in deiner Muttersprache dir bewusst sein, was du da eigentlich sagst. Ja? Und dann ja, erst denken, dann sprechen. Hm? Nur gucken, nicht anlangen. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Wie heißt das? Solo toccare. Nur anlangen, nicht gucken. Vabbè, questo è il mio sistema. No, solo guardare, non toccare. Und nicht berühren. Genau, also jetzt schreib dir mal auf einen Zettel auf Deutsch. Ich, du, er, sie, wir, ihr. Ich, du, er, sie, wir, ihr. Ja? Und du kannst noch sagen, es kannst du auch noch dazu fügen. So, und das ist es, eins von diesen Wörtern wird in meinen Sätzen jetzt kommen. Und das ist jetzt mal so der Trick dabei. Du denkst in Bildern, Zimmer tauschen oder mehr bezahlen. Und jetzt hör dir nochmal den Satz an. Können wir das Zimmer tauschen oder muss ich mehr bezahlen? Können wir das Zimmer tauschen oder muss ich mehr bezahlen? Ja. Seht ihr, also in diesem Satz kommt eins von diesen Wörtern auf deinem Zettel vor. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Und dieses, was war das erste? Wir. Können wir das Zimmer tauschen? So, und jetzt ist die Frage, können wir das Zimmer tauschen? Zu welchem Wort gehört denn wir? Zu Zimmer. Okay, dann hast du dann den neuen Begriff erfunden, Kondeklination. Ja, eine Mischung aus Konjugation und Deklination. Übrigens, Michele, du hast mir versprochen, diese Wörter nicht zu verwenden. Warum verwendest du die jetzt? Na okay, weiß ich jetzt auch gar nicht. Na? Vabbè, ogni tanto sono un po' cattivo. Ab und zu bin ich ein bisschen böse. Okay, also dieses wir gehört natürlich zu können. Na? Also sagst du dann können wir. Wir können. Und dann sagst du, ja, das ist ja leicht, Michele. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, denk halt in Bildern und dann fokussier, wo ist dieses ich, du, er, sie, es, wir, ihr. Na? Ah, possiamo. Können wir das Zimmer tauschen? So, und jetzt dieses Tauschen, das muss sofort kommen. Also du sagst, possiamo? Ha, und was können wir? Na, nicht können, possiamo la camera cambiare. Nein, sofort, was du kannst oder was wir können, das wird sofort gesagt. Können wir tauschen? Das Zimmer. Und dann ist ja, oder muss ich mehr bezahlen? Oh, da ist noch so eins. Übrigens, diese ich, du, er, sie, es, wir, sie heißen Personalpronomen. Nachdem ich jetzt schon Deklination und Konjugation benutzt habe, kann ich dieses Grammatikwort auch nochmal wagen. Okay, ich bin ja nur im Video, kannst mich ja gar nicht erwürgen. Okay, va bene, dieses er, oder muss ich mehr bezahlen? Wo ist denn dieses, bei ich, wo gehört das zum muss? Und was heißt ich muss? Devo, und was heißt bezahlen? Devo pagare, ha? Sag ihm jetzt mal den Satz. Possiamo cambiare la camera o devo pagare di più? Na? Und er sagt, oh, Michele, ja, das ist ja okay, aber dieses di più. Ey, was habe ich dir vorhin gesagt? Der erste Schritt ist, du musst in der Lage sein zu sagen, possiamo cambiare camera o devo pagare più. Siehst du, jetzt habe ich extra mal nicht den Artikel gesagt, ja? Nicht dieses DPU, weil darum geht es gar nicht. Diese Füllwörter sind wirklich nur dann für dich wichtig, wenn du sagst, ich kann jetzt schon ein bisschen diese gebrochenen Sätze sagen
Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Also, mi raccomando, falls du mich noch nicht kennst, das ist, gebe ich jetzt mal, jetzt versuche ich mal ein Beispiel zu geben, nicht aus der Küche. Ja, mir ist jetzt sofort eins aus der Küche eingefallen. Jetzt gebe ich eins, weil wir heute schon sind, il giorno dell'amore. Ja, das ist so wie in der Liebe. Ja, da kannst du nicht auch sofort alle 5 Schritte auf einmal machen. Passo passo, piano piano, Schritt für Schritt und dann kommt man an. Und erst wenn der erste Schritt, ja, also erst wenn du das Date hast, kannst du dann anfangen an mehr zu denken. Und wenn du dann anfängst an mehr zu denken, kannst du dann irgendwann mal auch mehr machen. Ja? Hai capito? Questo è praticamente la lingua, è come l'amore. L'amore è come la lingua è come l'amore. So funktioniert es. Okay. Dann machen wir mal eins, noch mal einen Satz. Ich nehme das Zimmer mit Balkon. Ich nehme das Zimmer mit Balkon. Bilder denken. Ah. Zimmer und Balkon. So, dann wo ist dieses Ich, du, er, sie, es? Ich nehme. Ah. Und nehmen, prendo la camera con Balkone. Okay. Und jetzt machen wir so einen ähnlichen Satz. Kann ich das Zimmer mit Balkon nehmen? So, und hier gebe ich dir jetzt einen dritten Schritt. Ich habe dir gesagt, in Bildern denken, dann wo ist dieses Ich, du, er, sie, es? Und dann das andere ist, check mal in dem Satz, in dem deutschen Satz, den du dann ja auf Italienisch übersetzen willst, ob in diesem Satz ein können, müssen oder wollen vorkommt. Können, müssen, wollen hat nämlich einen Vorteil. Das sagst du dann in der Form, ich kann, posso, und dann kommt sofort das Tunwort, das Verb in der Grundform. Posso prendere. Oder du sagst, oh, da ist überhaupt kein können, wollen, müssen. Und dann siehst du ja dieses Ich, ah, ich nehme das Zimmer, das ist dann apprendo. Aber kann ich das Zimmer mit Balkon nehmen? Vai, all'attacco, ce la fai. Adesso è il tuo momento. Posso la camera con balcone prendere? Ah, Michele, schau halt nicht so streng. Ich habe mich doch angestrengt. Der Satz war doch ganz okay. Ja, okay, der war schon ganz okay. Aber jetzt nochmal. Posso, nach dem kann ich auf Italienisch, denkt auf Englisch oder wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist in vielen Sprachen so. Das Deutsche ist da speziell, dass dann das ganze, dieses Nehmen am Ende ist. Posso prendere? Und das kann ich euch auch versichern. Wenn ihr da drin seid, ah, posso prendere, voglio andare, wenn ihr das drauf habt, dass diese zwei Verben, also Modalverb, also dieses können, wollen, müssen, mit dem anderen gleich zusammen ist, dann werdet ihr sehen, wie einfach es dann ist, den Rest des Satzes zu bilden. Weil dann sagt ihr nämlich posso prendere und dann kommen eure Bilder. Ah, Zimmer mit Balkon. Posso prendere la camera con balcone? Machen wir noch eins. Habt ihr das jetzt verstanden? Ich schon. Machen wir noch eins. Wann öffnen Sie den Speisesaal? Ah, jetzt gebe ich euch einen vierten Tipp. Wenn ihr eine Frage bildet, ist eure Frage, eure Strategie ist auch immer Bilder denken. Gibt es da ein Wollen, Können, Müssen? Ja? Und bei Fragen ist das Allerwichtigste, die erste Frage, kommt da ein Fragewort vor? Weißt du, was ein Fragewort ist? Ja? Wann, wo, wie, weshalb, warum, wer? Oh, die berühmten W-Wörter. Da ist ausnahmsweise mal das Deutsche einfacher als das Italienische, weil im Italienischen chi, dove, perché, cosa, ist nicht immer derselbe Buchstabe. Also, jetzt machen wir nochmal. Wann öffnen Sie den Speisesaal? Ah, da ist eine Frage. Ah, quando? So, ich, du, er, sie, es, wir öffnen Sie. Ah, öffnen Sie ist apre. So, wenn du jetzt sagst, oh, mit der Konjugation habe ich ein bisschen Problem, vor allen Dingen diese er, sie, es Form oder die sie Form in dem Fall natürlich, da gibt es Konjugationsvideos. Gibt es ein paar gute Tricks von mir, denke ich mal. Also, quando apre la sala da pranzo. Ja? Und jetzt machen wir noch eins.
Wann können wir den Speisesaal betreten? Wann können wir den Speisesaal betreten? Also, ist das eine Frage? Ja. Gibt es ein Fragewort? Ja. Was heißt wann? Quando. Bilder. Speisesaal. Reingehen. Okay. Okay. So, wann können wir den Speisesaal betreten? Wo ist das Ich, Du, Er, Sie, Wir, Ihr, Sie? Können wir. Also, sag mal, wann können wir? Quando possiamo. Und jetzt war... ich muss es nicht mehr sagen. Du hast sofort entrare gesagt. Hey, wow. Sei più in gamba di me. Ha? Dann hast du jetzt noch einen größeren Kuss heute Morgen bekommen von deiner Frau oder Ehemann als ich. Mamma mia. Beato te, beata te. Du Glücklicher, du Glückliche. Also, quando possiamo entrare? Jetzt weißt du, Michele, aber wie sage ich denn in den Speisesaal? Was habe ich gesagt? Erst wenn du bereit, wenn du fähig bist, diesen Satz ohne diesen Füllwort, ja? Quando possiamo entrare sala pranzo, machst du. Ich meine, also eins muss dir schon klar sein. Willst du Linguistik studieren und dann promovieren und dann vor Studenten dozieren im Italienischen oder willst du dich nur verständlich machen? Ja? Und wenn du zu sehr an diese Füllwörter denkst, wirst du den Satz nicht rausbekommen und dann ist der Speisesaal schon längst wieder zu und du hast einen weiteren Tag Diät eingelegt, was natürlich jetzt zu Jahresbeginn nicht verkehrt ist, ja, gute Vorsätze, aber in meinem Fall sicherlich nicht. Ja. Das heißt also, deswegen scheiß auf die Füllwörter. Ja. Das Wichtigste ist Kommunikation in Bildern denken. Also, quando possiamo entrare nella sala da pranzo. Willst du noch eins? Machen wir doch noch eins. Können Sie mir den Weg zeigen? Bild. Weg zeigen. Okay. Ist es eine Frage? Ja, ist eine Frage. Ist ein Fragewort? Nein. Okay. Also, dann fangen wir, ihr, wir, possiamo, können Sie. Nicht wir. Können Sie mir den Weg zeigen? Dieses mir übrigens, das kommt nicht da rein. Was steht denn auf deinem Zettel? Auf deinem Zettel steht nicht mir oder dich oder ihm. Da steht nur ich, du, er, sie. Wir, ihr. Ja? Und auch dieses mir, dich, ihm, das ist ein scheiß Füllwort, auf das du zu Beginn ignorieren solltest. Erst wenn du den Satz, können sie zeigen den Weg, wenn du den Intus hast, dann kannst du dich um das mir ein bisschen intensiver kümmern. Also, können sie mir den Weg zeigen? Können sie? Puh. So, und jetzt müssen wir zeigen. Ja, Michele, ma tu sei un idiota. Hai preso proprio la parola più difficile. Wir haben jetzt das schwierigste Wort genommen, weil zeigen ist sehen, machen, aber das ist jetzt egal. Puh. Ich meine, ich kann auch sagen, mostrare. Machen wir mal, weil eigentlich zeigen ist far vedere, aber machen wir mal mostrare, um das einfach zu machen. Può mostrare la via, la strada. Irgendwo kommt dieses mir. Okay, mi può mostrare. Ja? Und wie sage ich es richtig, Michele? Mi può far vedere la strada o la via. Aber wichtig ist, nochmal, ich meine, das ist wie, ich sag, Sprachenlernen ist wie Fußball, also ein Fußballtraining. Jetzt nehmen wir mal aus dem Fußballbereich, perché io sono un grande tifoso di calcio. Also als Spieler muss ich gut Kopfball machen können, gut schießen können, den Ball stoppen. Aber ich übe ja nicht alles auf einmal, ja, das geht ja nicht. Und das ist das, was man einem oft eintrichtert in der Schule, wie auch immer. Das normale, dieses klassische System, dass man alles auf einmal gleich lernen muss. Ja? Nein, du lernst jetzt erstmal hier, lernst du jetzt erstmal zu stehen, ja? Und vielleicht den Ball zu stoppen. Ja? Und dann im nächsten Schritt wirst du dann dribbeln lernen, ja? Mit diesen Füllwörtern. Gefällt dir dieses Bild? Gut, hey, ich habe dir gesagt, oggi sono in gamba. Ja? Das ist ein schönes Wort, sono in gamba. Ich bin auf Zack, ich bin auf Draht. Ja, okay, machen wir noch das Letzte. Wo kann ich deutsche Zeitungen kaufen? Frage oder Satz? Frage. Dann, nächste. Ist das ein Fragewort dabei? Ist da ein Fragewort dabei? Sie? Wo? Dann, wo kann ich deutsche Zeitungen kaufen? Bild.
Ah, deutsche Zeitungen. Und wer ist die Person? Wo kann? Ah, ich ist da. Also, was heißt kann? Also, ich kann. Dove posso comprare i giornali tedeschi? So, ich hoffe, dass dieses Video euch jetzt den ersten Schritt gibt, euer Leben zu vereinfachen in Bezug auf Italienisch Sätze bilden, und zwar freie aus den eigenen Gedanken. Machen wir nochmal summa summarum und riassunto. Das Wort hoffentlich kennst du auch schon aus meinem Rückblick-Video. Riassunto. Wenn du Sätze bilden willst, selber, frei, dann überlegst du dir zuerst, ist das eine Frage oder ein Satz, den du da sagst? Okay? Wenn du einen Satz bildest und sagst, okay, nee, das ist jetzt keine Frage, das ist ein Aussagesatz, dann denkst du in Bildern. Was willst du denn eigentlich sagen? Na? Zum Beispiel, ich brauche ein Taxi für 8 Uhr. Das Bild ist, ah, das Taxi. Ja? So, der zweite Schritt ist dann, jetzt hast du die Bilder, das heißt also ungefähr einen Plan, was du eigentlich sagen willst. Der zweite Schritt ist, wo stecken die Wörter ich, du, er, sie, es, wir, ihr? Ich kann ein Taxi, nee, ich brauche ein Taxi für 8 Uhr. Ah, das Ich ist, ah, also müsst ihr brauchen in die Ich-Form setzen. Darüber sprechen wir jetzt nicht, weil das ist ja mein ewiger La battaglia schizofrenica, mein schizophrener Kampf zwischen mi serve und ho bisogno di. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Ja? Und dann sagt ja, ich brauche Taxi und 8 Uhr. Ja? Und der dritte Schritt ist, wenn ihr dann, weil hier, ich brauche ein Taxi für 8 Uhr, oh, wie sage ich das? Perle Otto, alle Otto. Erst. Kümmere dich erst um diese Füllwörter, um diese Präpositionen, wie auch immer, Adverbien, wie auch immer man die nennen mag, wenn du diese Bilder schon mal ein bisschen übersetzen kannst. Denn der Italiener wird dich auch ohne Füllwörter verstehen. Na? Er wird dich vielleicht ein bisschen füllen mit Essen, ja? Weil er sagt, oh, dem fehlen Füllwörter. Dann kriegt er einen Teller Spaghetti. Seht ihr, nimm's positiv. Sag keine Füllwörter, gibt's einen Teller Spaghetti gratis. Ja? Okay, das ist mit den Sätzen, und wenn du aber bei einer Frage bist, ist dieselbe Strategie. Du denkst in Bildern, nur die Frage, die du dir stellst, ist, kommt dann Fragewort vor. Ah, quando, dove, chi, ja, oder nicht. Weil, wenn kein Fragewort, dann ist die Konstruktion so wie ein normaler Satz. Und zum Abschluss, es gibt einfach Sätze oder Fragen, da wird können, wollen, müssen verwendet. Ja, und dann steckt da drin ja schon das Ich, du, er, sie, es. Und nach diesem können, wollen, müssen, ja, muss sofort dann dieses Tunwort kommen. Also was man können, wollen, müssen, tun kann, muss, soll, will. Ja. Und wenn ihr das macht, diese zwei Verben sofort sagt, dann werde ich gar nicht garantieren, dass auch der Rest viel, viel einfacher kommt. Ja, okay, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, beziehungsweise ich hoffe, dieses Video bringt euch weiter. Und wie gesagt, das wird jetzt mein erstes Video sein in der Reihe Sätze bilden. Und zwar freie Sätze bilden. So werde ich diese Reihe nennen. Schreibt mir doch, ob euch das gefällt. Und jetzt sage ich es auch einmal, weil mein Sohn immer sagt, hey, Babbo, du vergisst immer, hinterlasst mir ein Like oder abonniert mich oder wie auch immer. Ja, ich vergesse das tatsächlich oft, weil ich so drin bin in meiner Italienisch-Unterrichtsmatrix, ja, dass ich mir denke, okay, wenn dir das Video gefällt, dann like mich und abonniere mich. Grazie. Ciao, alla prossima. Geben. Wenn ihr in Italien seid und ihr geht in ein Restaurant zum Einkaufen, shoppen, wie auch immer, Freunde besuchen, geht halt nicht direkt rein und sagt, ah Scheiße, jetzt weiß ich nicht den Satz, wie soll ich das jetzt sagen? Bleibt halt eine Stunde, ja okay, eine Stunde ist auch okay, eine Minute davor stehen und sagt, ah, ich möchte jetzt reingehen in das Restaurant und sagen, wir haben für 4 Personen auf den Namen Michele reserviert, ja, und macht dann einfach so ein Brainstorming, ja, das empfehle ich so generell, ja, in Italien, dass du einfach, bevor du den Kaffee bestellst, ja, dass du kurz überlegst, na, wie sage ich das denn? Also nicht dann vor Ort. Ja? Das ist so wie Weihnachten. Ja? Da sage ich auch nicht am 24. Ach Scheiße, jetzt ist Weihnachten. Ich habe keine Geschenke. Ja? Da geht ihr ja auch erstmal davor. Moment, wem ich schenken kann. Und so macht ihr das dann auch.
zugeben, Michele, Mamma mia. Nur noch eine. Ja, jetzt ist es aber dann, genau. Und dann aber eigene. Ja, und diese. Genau, aber jetzt.